Ja, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir haben uns ja in der letzten Folge uns ist hier sehr, sehr gemütlich gemacht. Und wir werden jetzt mal ein wenig weitergehen. Vielleicht solltet ihr alle nochmal eben ganz schnell Pipi machen gehen. So, das muss reichen. Weiter geht's. Ich war nämlich auch nicht. Ein Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist ja immer mein Motto. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung. So, und wie ihr sicherlich bemerkt habt, die letzte Folge wunderbar. Und so wird es jetzt auch weitergehen. Ich habe eine super Aufnahme-Session oder beziehungsweise ein tolle... ich habe es mir richtig schön bequem gemacht oder beziehungsweise ich habe es mir richtig schön so gemacht, wie es sein sollte. Und ihr habt auch schöne... Ihr werdet jetzt das ganze Let's Play richtig schön erleben. So, wollen wir mal. Wieder auf zum Spiel. Ihr seht es, wie gesagt, so mittlerweile dämmert es nicht. So, dann müssen wir jetzt hier die Leiter hochgehen. Mal sehen, wo wir landen. Genau. Mal sehen, wo wir landen. Ui, jetzt sind wir hier in so einem Fahrstuhl. Sicherheitshalber. Das sieht nach Durchgang aus. Sicherheitshalber? Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Naja, so eng ist es jetzt auch nicht. So, dann wollen wir mal da oben hochspringen. Beziehungsweise lassen wir ja erstmal Ellie hochkommen. So, mir was zum Hochklettern. Okay, los geht's. Okay. Ich mag keine Fahrstühle, hab ich schon mal erwähnt. Oh, das tat weh. Das hat man gesehen. Geht's gut? Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Toll! Super! Was soll ich denn machen? So, dann schauen wir mal. Kann man eigentlich tauchen? Gibt es hier irgendwas zu finden vielleicht? Wir bedienen dann so Taschenlampe. Unter Wasser funktioniert auch. Okay. Oh nein! Vielleicht da lang. Wie ich schon mal erwähnt hatte, schlechte Erinnerungen bleiben nicht aus. Und das passiert jetzt auch, denn ich habe an dieser Session, die jetzt kommt, ganz, ganz schlechte Erinnerungen. So, ich habe schon wieder, einen Frosch im Hals. In der zweiten Folge. Oh, da gibt es wieder was zu sammeln. Oh, eine Schiebe und ein Dings. Okay, wir können hier unser Inventar nicht öffnen. Ich hätte gedacht, wir könnten mal eben kurz ganz schnell reinschauen, was wir da... Was haben wir da? Leech. Leech und ich glaube, das sieht so eine, aus, so eine Art aus wie Prophet. Meister. Meister Proper Zitus Kraft macht es sauber, bis es klatscht. So. Ach, jetzt habe ich schon wieder Werbung. Schon wieder Werbung in dieser Folge. In der letzten Folge war auch schon Werbung. Dann haben wir noch General Bergfrühling, Schillet Gangbang und... Das sieht gut aus. Und wie sie alle heißen? Hier ist eine Tür. Das sieht nicht mehr so gut aus. Kommen wir hier rüber? Ja. Da steht auch Exit. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Ja, ich war da auch noch nicht. Ich möchte da auch gar nicht hin, wenn ich ganz ehrlich bin. Kreis zum Tauchen, ja, das wissen wir ja. Machen wir das doch mal. Jetzt müssen wir ein wenig schwimmen. So. Die haben schon mal bessere Tage gesehen. So, West Tower B1. Was haben wir da dran stehen? Stuff Locker Room, Elevator South Tower und Emergency Exit Stairs North Tower. Okay, gehen wir mal da lang.
Vielleicht finden wir dann auch was. Sieht aus, als ob wir da noch ein paar Utensilien finden, die wir gebrauchen können. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir... Oh, ja, jede Menge sogar. So, okay. Für uns war es jede Menge, aber für ihn war es nicht viel. Wir können immer noch nicht unser Inventar befüllen, weil wir noch im Wasser uns befinden. Und ich freue mich schon wie ein Schnitzel auf den Schwierigkeitsgrad, den ich euch in der Let's Play Live Show zeigen werde. Ich bin echt gespannt, wie der ist. Aber dazu natürlich erst später mehr, wenn das Let's Play durch ist. Das wird ein bisschen dauern. Vielleicht werde ich auch zwischenzeitlich mal ein paar Folgen mehr raushauen. Also ich muss irgendwie das Tor umgehen. Wenn ich das Tor umgehen, okay, also müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, schwimmen. Vielleicht werde ich zwischenzeitlich mal vielleicht zwei Folgen an einem Tag raushauen. Ich schau mal. So, tauchen wir mal. Vielleicht können wir ja eine Runde tauchen und einen neuen Weg finden. Ja, da unten. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich vergesse mal R2 zu drücken, um schneller zu schwimmen. Hallo, Joel, schwimmst du mal? Deine Luft geht aus. Hui. Oh, ein Spind. Ein Spind. Na toll. Da liegt mal wieder nichts drin. Wer hätte das gedacht? Aber... Ah, hier können wir unser Inventar öffnen. Das heißt, wir können mal eben unsere Nahkampfwaffe verbessern. Also ausrüsten. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Pillen müssen wir immer noch finden. Wir haben das Tor umgangen, wie ihr seht. Ich muss mich schon wieder... Verdammt. Spuren. Ich muss mich ein bisschen jucken. Eigentlich will ich mich nicht jucken, aber was ich will, ist egal. Und ihr seht, es wird draußen bei mir auch dunkel. Und das ist nicht... Das... Oh, Mist! Wovor flüchten die? Haben die irgendwie... Vielleicht... Wissen die vielleicht schon mehr wie wir? Oh, da gibt's was zu sammeln. Da gibt's was zu sammeln. Ich würde gerne mal meine Schrotflinte nachladen. Das mache ich auch eben. Und, vielleicht finden wir noch ein paar Lebensmittel, dass wir uns ein bisschen besser, dass wir unsere... Wieder schütteln. Ne? Wir müssen ja immer unseren Controller schütteln, damit die Taschenlampe nicht ausgeht. Dass wir vielleicht, nicht unser Medikit verschwenden. Ich bin ja immer eher so der sparsamere Typ. Was habe ich hier? Ammo? Kann man das... Okay, ist voll. Voll bin ich nicht. Oh ja, oh ja, oh ja, ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt und ihr wisst es nicht, huhu, falls ihr das Spiel nicht kennt. Aber trotzdem ist es für mich atemberaubend und toll, was für eine Atmosphäre und was für eine Intensität das Spiel auf mich wirft. Es ist trotzdem immer noch sehr, sehr atemberaubend, ist dieses Abenteuer mit Joel und Ellie. Also ich fiebere mit, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, ihr macht es auch und habt Spaß, hier zuzusehen mit mir. Ich glaube, hier ist irgendwo der... Ja, genau. Ich glaube, hier war irgendwo der Ausgang, wo wir hin müssen. So eine Flasche. Genau. Da sie... Da... Genau, wir wollen eine Schlüsselkarte. Und da lief was gerade. Das kann ich mir nicht entsinnen, dass es auf der PlayStation 3 damals so war. Wie ich die Tür probiert hatte. Oh mein Gott. Das ist ein Runner. Oh nein. Oh nein. Ich bleib bei der Flinte. What? Was? Wollt ihr mich verarschen?
Oh Leute, ich krieg gerade voll eine Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Wow! Wow! Wow, 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 wow! What the fuck? Bam, you motherfucker! Was ist hier los? Alter, ich kann mir nicht entsinnen, dass es schon so losging. Ich hasse es auch, Joel. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann mich entsinnen, dass es erst losging, wie man einen Generator aktiviert hat. Aber dass es jetzt schon losgeht? Wow! Wow, 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 wow. Okay, Parkposition noch nicht erreicht. Aber jetzt. Ich weiß, dass wir einen Generator aktivieren müssen, um den Strom herzustellen. Oh, hier gibt es Türen. Oh, zusammen. Da gibt es eine Rauchbombe, die wir anscheinend nicht aufnehmen können. Why? What auch ever? Keine Ahnung. Dann sind wir auch schon wieder voll. Also unser Inventar. Hier waren wir, ne? Oder waren wir hier? Meine Nahkampfwaffe haben wir ja. Die sogar besser ist als wie die da liegt. Beim Kacken gestorben. Ein sehr ungewöhnlicher Tod. Stelle ich mir schrecklich vor. Wenn man gerade so eine Conchita-Kackwurst lässt. Und dann auf einmal. Naja. So. Ich glaube, wir müssen da hinten nach unten gehen. Ich behalte mal die Schrotflinte in der Hand, da ich weiß, dass jetzt einige Gegner kommen werden, wenn wir den Generator aktivieren. Wir müssen so schnell wie möglich schleunigst. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die Schlüsselkarte herbekommen. Weil hier ist der besagte ominöse Generator. Und das wird gleich losgehen. Und ich habe jetzt schon. Muffin! Oh nein! Ich weiß, wir kriegen Gesellschaft und Kundschaft und ich möchte doch gerne eine sichere Position haben. Zum Beispiel hier. Hier können sie nur von einer Richtung kommen. Ich weiß, dass aber auch etwas größere Gegner kommen werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie war es denn nochmal? Brauchen wir denn wirklich diese Dreckschlüssel? Ja, hier liegt doch die Schlüsselkarte. Oh! 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 Stirb, du Luder! Ich weiß, dass auch etwas, wie gesagt, etwas dickere Gegner kommen. Wo war denn jetzt nochmal diese fucking. Oh, oh. Ach du Scheiße. Ein Bloater. Oh, 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 oh. Oh, da war auch. Oh! Oh, oh, oh. Ja, stirb! Oh, schleunigst du Schlüsselkarten-Dings. Oh, los! Komm, mach die Tür auf. Oh. Ich hab's schneller gemeistert als wie eine Dreier-Version. So viel dazu. Gott sei Dank. Ich muss zu Ellie. Genau, ich muss zu Ellie. So viel dazu. Ich weiß, dass ich in der PlayStation 3er Version sehr, sehr lange für diese Passage gebraucht habe. Aber Gott sei Dank haben wir das hinter uns. So. Dann schauen wir mal, was stand denn jetzt noch an? Jetzt bin ich selber so ein bisschen überfragt. So, gucken wir mal. Ab ins Klo. Erstmal Spinde kontrollieren. So wie bei Outlast. Ab in den Spind. Habe denn. Können wir irgendwas nachladen? Da. Sehr schön. Ich werde jetzt trotzdem mal so ein Medikit benutzen. Genau. Dann haben wir das schon mal getan und sind schon mal besser vorbereitet. Wir können auch ein Medikit herstellen. Machen wir auch direkt. Dann haben wir das. Genau, sehr schön. Pill, haben wir den Pillen? Ich habe noch gar nicht geguckt, haben wir den Pillen für unsere Heiltempo?
Ich glaube, das Heiltempo. Sag mal, das Heiltempo, obwohl, so in die Bredouille waren wir eigentlich noch gar nicht gewesen, dass wir jetzt großartig irgendwie. Dass wir da großartig Heiltempo irgendwie bräuchten. Ich würde mir das gerne, weil Fertigungstempo ist auch eigentlich Quatsch. Messermeister würde ich vielleicht gerne noch und maximale Gesundheit, weil ich weiß, es wird noch ein bisschen haariger. Da brauchen wir jeweils 100. Das ist, also wir müssen ganz schön sammeln für unsere Perks. Und da, wo wir gerade schon von gesprochen haben, liegen da auch ein paar Pillen rum. Und eine Werkbank. Okay. Da können wir unsere Waffen aufbessern. Das machen wir doch direkt. So, denn die zwei Halfter haben wir. Die Schrotflinte möchte ich gerne verbessern. Mit Nachladetempo ist Quatsch, aber die Schussfolge verbessern wir. Den Bogen machen wir mal die Reichweite, weil wir vielleicht nochmal ein paar sneaky Kills machen werden. Den Revolver möchte ich auch nochmal mit dem Nachladetempo verbessern. Und dann war es das auch schon mal. Wir haben nur noch drei Werkzeuge Das wird uns oder helfen. Gegenstände zum Verbessern. Das wird uns erstmal helfen, so wie Joel sagt. Genau. So, dann gehen wir mal weiter. Ich muss mich nochmal jucken. Ah, so. So. Ich höre aber schon wieder Klicker. Wir müssen schon wieder ein wenig leise sein. Na los, Tauch! Oh. Erwischt! Wer sind die denn? Gut gemacht. Gewissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Scheiße. Okay. Schwärmt aus. Aus und weglosen Lage. Von denen hin. Ich werde dem immer schnappen von hinten, wenn es geht. Wenn er sich jetzt nicht plötzlich. Ja. Ganz schnell. Ganz schnell schlafen. Dann haben wir ihn nämlich ganz schnell. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir hier. Was liegt hier? Schokoriegel haben wir. Flasche haben wir auch. Ein bisschen umsehen. Mein Gott, ist das Oh. Der guckt schon so. Der hat, glaube ich, seinen Kollegen gesehen, dass er gerade schläft. Der möchte ihn jetzt vielleicht ein bisschen aufwecken. Wir werden aber ihn daran hindern, dass er ihn aufweckt. Der kommt genau in unsere falsche Richtung, also nicht in die Richtung, wo ich es eigentlich vermutet hätte. Oh nein. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Keiner da! Tja. Hätt's mal besser aufgepasst. Dein Kumpel kannst du leider nicht mehr aufwecken. Es ging einfach. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Naja. So, wir bleiben trotzdem mal geduckt, weil ich weiß nicht genau, ob es hier vielleicht doch noch ein paar andere Gegner gibt. Hier könnte man aber auch mal wieder spülen. Ja, also. So sieht Flexis Küche aus. Nein, natürlich nicht. Genau, wir bleiben nochmal geduckt, weil ich weiß nicht genau, was. Oh, da oben steht ein Radio. Listen to the radio. Listen to the radio. So. Oh mein Gott. Oh, wir haben Gesellschaft. Da hinten haben wir schon jemanden gesehen. Oh ja. Oh ja, wir haben Kundschaft. Kundschaft. Oh mein Gott. Ist das der Einzige? Ach, da läuft auch noch einer. Sind das nur zwei? Ich glaube ja. Ich glaube, das sind nur zwei. Wir müssen mal so ein bisschen die Wege verfolgen. Der läuft da hinten lang. Wir können ihn natürlich auch ablenken, aber wenn wir eine Flasche werfen, locken wir sie beide an. Das ist natürlich. Oh, der kommt genau hier lang. Das ist nicht gut. Und der guckt jetzt genau in unsere Richtung. Ah, der wäre jetzt natürlich super zu cachen, aber. Der andere guckt hier. Scheiße. Das war nicht gut. Das war ganz blöd. Das war ganz, ganz blöd. Ja, dann mal los. Oder auch nicht. Stirb. Mein Gott. Stirb. So.
Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach geht. Schauen wir uns ein wenig um. Oh, da liegen noch ein paar Werkzeuggegenstände für unsere Waffen. Die haben wir voll. So. Ich würde auch gerne vielleicht auch mal ein paar längere Folgen aufnehmen, also länger wie 30 Minuten oder länger wie 28, 29 Minuten. Aber die PlayStation nimmt ja nicht automatisch jetzt die zweite Folge auf, sondern ich muss ja auf die Share-Taste drücken, dann X und ich kann ja schlecht obwohl könnte ich schon, aber dann unterbreche ich quasi die eine Folge. Was haben wir hier? Liegt hier was? Nee. Was ist hier? Da eine Leiter. Nehmen wir die doch mal. Kommen wir bestimmt da oben rauf. Ja. Stellen wir die doch mal dahin. So, dann gehen wir mal da hoch. Hey, 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 hips! Da liegt. Hey. Oh. Mann. Den habe ich ja voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ein wenig Zickenkrieg zwischen den beiden. Ja, gehen wir weiter. So. Was haben wir hier? Fiskal Highlights. Ganz schön Gewinn gemacht. Im dritten Jahr. Take Dexter and... advice to your moms? Here! It's not safe here. Don't worry. Me take good care of here. Okay. Oh. Meine Damen und Herren, attention, attention, please. Herzlich willkommen zu meiner Rede. Ich bin der Flex. Okay. Lass... Mein Gott. Diese Juckerei. So. Gehen wir mal weiter. Schauen uns mal ein wenig hier um. Vielleicht finden wir ja was wir gebrauchen können. Kommen wir denn hier... Bleib da, ja, okay? Klar, Joel. Ich gehe nirgendwo hin. Oho, hört, hört. Sie geht nirgendwo hin. So, da liegt wieder... Auch was? Ich habe jetzt gerade Erektion gelesen. Okay. Savage Starlight Accretion. Akkretion? Akkretio. Opa, jetzt hat beinahe das Mikro im Mund. Akkretion. Andrehen. Wieder ein Comic für Ellie. Da liegt doch mit Sicherheit irgendwas in der Bar. Ja, ich wusste es doch. Ein Lappen und eine Flasche. Da liegt eine Schere. Können wir was herstellen? Ne, wir sind eigentlich gut verseucht. Das Einzige wäre jetzt vielleicht eine Rauchbombe irgendwie, aber wir haben dafür die Utensilien noch nicht. Da hinten auf dem Tisch. So ein bisschen bedrückt.
Joel mal mit ihr reden. Da gehen wir mal weiter. Ich höre Vögelgezwitscher. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Genau. Das ist ein ich hasse das. Dieser Sarkasmus. Ja, wir müssen die Brücke finden. Gehen wir nochmal aufs Klo. Und dann reiten wir weiter. In einen Lappen. Ein Firefly-Anhänger. Sehr schön, den gucken wir uns natürlich an. Lesen. Anhänger, der von Mitgliedern der Fireflies-Miliz getragen wird. Das wissen wir ja. Colby Reed. Stand da jetzt drauf, auf der Marke. So, da haben wir noch eine Schublade. Ui, da liegt Armor drin, aber... Aber warum kann ich denn... Achso, das haben wir schon, okay. So. Da liegt ein Backstein. Backstein, Backstein, alles muss versteckt sein. Versteckt sein. So. Da liegt ein... Nahkampfwaffen verbessern, Modifikation, so, vergrößern. Da haben wir doch was. Und zwar lesen wir das mal. Nahkampfhandbuch... Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Knoten. Beim Verbinden von zwei starren Gegenständen ist es wichtig, korrekte Knoten und Blindtechniken zu verwenden. Nachdem wir jetzt nicht nur Arzt geworden sind, werden wir jetzt auch Haustechniker. Ui, cool. Na, hier liegt jede Menge Gezeus rum. Was wir natürlich aufnehmen werden. Was wir haben, haben wow, wir? Unglaublich. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht... auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... Meine Mama hat schon auch gut, immer gesagt. Attention, attention, please. I hear something. Open a door. In the first floor. Ich hoffe, ihr habt's auch gehört. Da hat irgendjemand eine Tür geöffnet. Ich weiß nicht, was es ist. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Toll. Mit der Antwort hätte ich jetzt natürlich, habe ich jetzt natürlich gerechnet. Oh, ein Buffet. Wie lecker. Hm. Buffet. Dazu gibt's immer wieder einen leckeren Tee. Ein Klavier. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Ihr habt bestimmt Stevie Wonder immer dran gespielt. Ja. Und es sieht förmlich danach aus, als müssten wir da oben lang über den... über das Geländer da oben. Also mit dem Klavier, was wir da ranschieben müssen. Aber das Ganze, würde ich sagen, sparen wir uns... Huch, wo ist Ellie? Ach da. Ich würde sagen, das Ganze sparen wir uns auf für eine weitere Folge The Last of Us Remastered und ich hoffe, dann seid ihr immer noch dabei und wir sehen uns dann hier wieder in diesem riesen schönen Saal. Macht's gut, tschüss!